Drei. Ach, ich sag's, okay. Also mein Name ist Anja Gräfe. Ich komme ursprünglich aus Altenburg. Habe ein paar Jahre meiner Jugend hier in der Nähe von Ulm verbracht und bin dann viele Jahre ins Ausland gegangen, USA, Italien, England. Bin vor 2 Monaten nach Deutschland zurückgekommen und denke schon wieder dran, wegzugehen. Ich spiele Gitarre, schreibe seit 2010 meine eigenen Songs. Und mache so im Prinzip eine Mischung aus Jazz, Blues, Folk. Weiter wüsste ich jetzt nichts zu sagen. Das war's. Hallo, wir sind die Dead Hands. Wir sind hier in der Kulturfahrschule in Ulm. Wir sind aus Balingen. Es gibt uns seit ungefähr 2010, Mitte 2010. Und heute ist der 11.08.2012. Wir haben heute Abend hier einen Auftritt zusammen mit Anja Gräfe. Und wir machen Psychedelic Underground Folk und wir haben jüngst unsere erste Platte rausgebracht und über die darf jetzt Daniel was erzählen. Also unsere erste Platte auf dem Label in Portugal rausgekommen. Sie wird auch als Vinyl veröffentlicht oder ist veröffentlicht worden. Es gibt eine limitierte Auflage, die von einem Künstler aus unserer Region gestaltet wurde. Und wen es interessiert, bei uns auf der Homepage oder ansonsten eigentlich überall erhältlich. Der Titel ist This Garden is Haunted. Genau.